Mann, das Video letzte Woche war drin. Aber nie gefunden. Den Krieg befeuern. Denn eins kann ich euch versprechen: Wir bleiben so lange hier, bis ihr den Kurs geändert habt. Lasst uns zusammen.
Lasst uns zusammen die Fahne in den Gipfel rammen, denn ohne uns seid ihr da oben nichts. Danke. Jetzt nochmal ein Redebeitrag. Einen großen Applaus aus der Mitte für Sie heute hier, dieser junge Mann. Hallo und guten Abend allerseits. Junger Mann ist natürlich geprahlt, aber ich bin hier im richtigen Film. Ich bin nämlich heute hierher gekommen, um eigentlich für den Frieden zu demonstrieren und die Politiker daran zu erinnern, dass ihre Pflicht ist, für den Frieden zu sorgen und nicht für den Krieg. Denn nur der Frieden bringt uns Wohlstand und hat uns das gebracht, was wir heute haben. In den vergangenen Jahren, wo es hieß Kalter Krieg, haben selbst solche Leute wie Adenauer und Brandt den Weg zu Verhandlungen gefunden, sind nach Moskau gefahren und haben dort verhandelt, erfolgreich. Heute hören sie nur Kriegsrhetorik. Die Politiker müssen endlich umschalten auf Friedensrhetorik. Ja. Und das sage ich nicht nur aus politischer Überzeugung, sondern aus ganz persönlicher, als Vater und als Großvater. Ich möchte für meine Enkel eine Zukunft haben in Frieden. Der Krieg zerstört, bringt Not und Leid in die Familien. Und viele von uns werden sich noch der Zeilen erinnern. Glück und Frieden sei beschieden, Deutschland unserem Vaterland. Alle Welt sehnt nicht nach Frieden, reicht den Völkern eure Hand. Das sollten Sie sich auf die Fahne schreiben, unsere Herren Politiker. Und auch die Politikerinnen. Genau. Ich denke auch, dass man vor Jahren, als die Montagsdemonstrationen liefen, da hieß es, Frieden schaffen ohne Waffen. Oder aber Schwerter zu Flugscharen. Ob Sie das schon vergessen haben? Ein nächstes wäre noch, Sie hören Land auf, Land ab, bei Anne Will, Illner und so weiter und so fort. Die Montagsdemonstrationen werden durch unsere Demonstration jetzt schlecht gemacht. Das Gegenteil ist der Fall. Wir stehen in der guten Tradition der gewaltlosen Demonstration. Wir demonstrieren heute und hier und in den nächsten Montagen friedlich in Wittenberge für ein Umschalten der Politik, was mein Vorredner schon gesagt hat. Nochmal erinnern möchte ich daran, die Pflicht der Politiker ist, mit allen diplomatischen Mitteln und Geschick für Frieden zu sorgen und nicht für Waffenlieferungen. Waffen bringen keinen Frieden. Frieden zuerst. Der Frieden hat Vorfahrt. Und dann kommen wir danach zu der kritikwürdigen Politik. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Aber hier auf meinem Manuskript sieht man ganz klein und hier vorne die Friedenstaube von Picasso. Vor gut 80 Jahren mal gemalt. Jeder kennt die. Wir wollen Frieden. Dazu stehen wir auch auf der Straße. Danke. Ein Riesenapplaus. Danke. Ich möchte noch einmal ganz kurz betonen, das hier ist keine parteipolitische Veranstaltung, sondern von uns besorgten Bürgern aus der Mitte. Heute haben wir hier die Möglichkeit, bei dem offenen Mikro nochmal zu sagen, was uns bedrückt. Also wer möchte und was vorbereitet hat,
keine Scheu. Ruhig nach vorne kommen und sprechen. Der Erste. Applaus! Hallo, ich bin ein alter Wittenberger, 81 Jahre. Ich habe meine Kinder alle hier. Und ich habe mir Gedanken gemacht über das, was heute oder was in Wittenberge stattfindet. Unter dem Titel Weg mit den Sanktionen für soziale Gerechtigkeit. Wollen Sie frieren, hungern oder dursten? Wenn ja, dann klatschen Sie Beifall zum Kurs der Bundesregierung. Dann beschränken Sie den Bedarf der Kinder. Dann nehmen Sie hin, dass Ihre Arbeitsplätze und Ihre Einkünfte nicht mehr Ihre Lebensgrundlage bilden. Dann folgen Sie einem Kriegskurs, der Ihr Leben dauerhaft prägen wird. Dann, Moment, ich muss ein bisschen umschalten hier, dann wird für Sie die Herrschaft des Geldes zu Kriegsherrschaft. Sie haben schon jetzt keinen Einfluss auf das aktuelle Geschehen in Europa. Oder Sie wollen dies alles nicht. Dann bekunden Sie Ihre Haltung gemeinsam mit anderen Friedenskräften. Dann gilt wahrhafte Solidarität zwischen den Menschen dieses Landes. Darum weg mit den Sanktionen. Für unsere stabile Versorgung mit bezahlbaren Wohnungen, mit erschwinglichen Lebensmitteln und bezahlbarer Energie ohne Profitmaximierung. Es gibt neben Ihnen auch andere Menschen und neben diesen wieder andere. Und alle zusammen sind wir eine Macht. Jawohl! Jawohl! Keine deutschen Waffenlieferungen nirgendwohin. Schluss mit der Aufrüstung in der Bundeswehr. Wir wollen Frieden mit Russland und China. Und allen anderen Völkern gegen massenhaften Sozial- und Demokratieabbau wehren wir uns. Ja, ist denn noch jemand, der gerne möchte? Oder soll ich rumgehen und fragen, warum ihr hier seid? Ich glaube, es gibt so viel zu sagen. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum wir heute alle hier sind. Wir sind aber vereint im Gedanken für Frieden, Freiheit und Solidarität. Es hört sich an wie alte Sprüche, aber sie waren nie aktueller, wie sie heute sind eigentlich, oder? Und ich stehe... Genau, lasst euch mal hören. Für mich bleibt gar nicht so viel zu sagen, außer an euch alle, danke. Weil ihr zeigt jedem Einzelnen hier, dass er mit seiner Meinung, mit seiner Haltung, mit seinen Ängsten nicht alleine steht. Ich bin Pädagoge und ich weiß, was es heißt, zu sehen, wenn Leute Angst haben vor so vielen anderen Sachen. Und glaubt mir, ihr gebt hier jeden Einzelnen Kraft. Dafür ein dickes, fettes Dank an euch alle. Applaudiert euch am besten selbst. Besten Dank für den Redebeitrag. Warum sind Sie denn hier, junge Dame? Weil ich eine Ur-Wittenbergerin bin, davon gehört habe, mein Sohn, ein LKW, fährt auch im Ausland und in Westdeutschland ist sein Stellplatz. Und die Westdeutschen erwarten von uns Ossis, dass wir Randale machen, dass wir uns wehren, dass wir so wie die anderen Montagsdemos vor der Winde, ja, dass wir so agieren. Aber selber bekommen die den Arsch nicht hoch. Genau so, das sagt man. Danke. So, auch hier einmal kurz nachgefragt. Warum ist denn hier die Traube da? Ergreift einer das Wort? Also ich möchte eigentlich die GEZ-Gebühren nicht mehr bezahlen und ich bin jeden Tag sauer darüber, wenn ich sehe, wie der WDR, NDR oder RBB Berlin-Brandenburg bescheißt auf unsere Kosten. Wir bezahlen uns dumm und dämlich. Ich meine, ihr könnt mir wahrscheinlich die 50 Euro leisten oder 56, aber trotzdem sehe ich das nicht ein. Ich möchte die einfach nicht mehr bezahlen und deswegen bin ich eigentlich hier.
Ich habe nur vergessen, Plakat zu machen. Besten Dank. Auch hier wieder einen großen Applaus. Super, wenn sich einer traut, nochmal zu sprechen. So, auch hier noch einmal ganz kurz mal nachgefragt. Warum sind Sie denn hier? Ja, ich bin nicht nur heute das erste Mal hier, sondern seit 2020. Für mich ist das immer noch sehr surreal, die ganze Geschichte. Okay, lauter! Und zwar ist es so, dass ich in 2020 das schon äußerst merkwürdig fand, wie die Medien berichtet haben zu dem großen C-Thema. Und wir sind ja alle im Osten aufgewachsen. Ich denke mal, die Masse, die hier ist, ich auch selbst, wir hatten den Zaun vor den Augen. Und als die Wende kam und älter geworden bin, mittlerweile habe ich mit meiner Frau eine kleine Tochter und ich war immer, ja, wie soll ich sagen, froh, dass wir in einem freien Deutschland, freien Deutschland aufwachsen und uns unsere Tochter nicht in dieser, ich will mal sagen, DDR-Diktatur aufgewachsen ist, aufwächst. Und plötzlich war das wieder so anders. Und plötzlich haben die Medien wie zu Ostzeiten Propaganda berichtet über diese große C-Thematik. Und das kam mir äußerst komisch vor, weil ich es in der Schule mal anders gelernt habe, wie die Medien zu berichten haben. Das heißt, neutral berichten. Und das war einfach nicht mehr neutral. Und dann bin ich seit August 2020 auf die Straßen gegangen, in den sämtlichen Großstädten, auch im Ausland teilweise. Und ich bin jetzt sehr froh darüber, wenn ich sehe, dass jetzt so viele heute und letzte Woche schon, die Woche davor, hier in Wittenberg auf der Straße sind. In Spitzenzeiten, letzten Winter waren wir 350 Mann und Frauen natürlich und Kinder. Und jetzt spitzt sich die Lage zu, weil einfach jeder es merkt, dass hier irgendwas nicht ganz richtig läuft. Und ich denke mal, die meisten werden es auch im Geldbeutel jetzt mittlerweile auch merken. Genau so ist es! Und das, wie gesagt, mich hat zu Anfang bewegt das große C, ja. Und ja, jetzt bin ich raus. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, ja. Also im Prinzip müssen wir alle zusammenhalten und ganz wichtig ist es, finde ich, wir haben kein Problem zwischen rechts und links. Wir haben ein Problem zwischen oben und unten. Das ist das Thema. Ja. Auch hier wieder besten Dank. Einen riesen Applaus. Länger geredet als ich selber. Schön. Ich bin nur ein kleiner Handwerker in dieser Stadt. Aber ich muss sagen, wenn diese Kamikaze-Regierung weiter an der Macht bleibt, werden auch unsere Fröscheträger und unser Asphaltkleber und diverse und auch unsere Beamten alle die Beine unter weggezogen. Und diese Regierung muss einfach weg. Die hat so viel Scheiße gebaut. Das ist alles, was ich zu sagen. Auch hier wieder besten Dank. Bitte auch hier noch einmal einen großen Applaus für diese junge Bürgerin. Ja, mir fehlen eigentlich nicht die Worte. Mir fehlen eigentlich nicht die Worte. Ich bin auch auf die Straße gegangen, genau wie ihr auch. Und das finde ich auch ganz toll, dass wir alle so stark vertreten sind hier. Und wir waren alle eins. Dass die Politik wirklich ganz dolle umdenkt und das so schnell wie möglich, denn wir sind alle frustriert. Und ich weiß nicht, was ich noch machen würde, bis auf die Straße zu gehen. Also bleibt am Ball, wünsche ich mir. Für uns alle und dass die oben einsichtig werden und die Kehrtwende nehmen. Also weg mit dem Krieg und runter zu uns mit den ganzen Moneten und dann sind wir auch alle zufrieden. Danke. Unser Geld zuerst fürs eigene Volk mal wieder. Das wäre schön. Ich wollte noch einmal ganz kurz sagen, Krieg ist nie schön. Wir tun auf beiden Seiten die Soldaten leid. Das sind die wirklichen Verlierer quasi, obwohl der wahre Kriegstreiber ganz woanders sitzt. Amerika! Der beliefert uns mit seinem dreckigen Fracking-Gas und macht pro Tanker einen Gewinn von 200 Millionen Euro als unser Freund.
mich immer noch, was noch passieren muss, dass der Letzte den Arsch hochbekommt. Sind wir etwa alle noch zu satt? Haben wir zu viel Geld? Was muss dann noch passieren? Das betrifft uns ja alle. Wir müssen mal lieber an die Zukunft unserer Kinder, an unsere Existenzen denken und wann wir halt endlich mal wieder unser Geld zuerst für uns ausgeben, für unser Volk. Danke. Vielen lieben Dank, dass Sie alle wieder heute hier waren. Hausaufgabe fürs nächste Mal. Diesmal zwei Leute mitbringen, die wir hier noch nicht gesehen haben. Und dann bis zum Montag wieder. Mit voller Kraft, lasst uns dranbleiben, sonst verpufft das.